Hallo Freunde, herzlich willkommen zu einem weiteren Video von McAllister aus dem neuen Eigenheim. An die Kulisse müsst ihr euch noch gewöhnen, muss ich mich noch gewöhnen, aber das kriegen wir zusammen hin. Wird auch schön sein für euch im Hintergrund zu betrachten, wie sich im Laufe der Zeit, der Jahre alles da verändern wird oder auch nicht oder wie auch immer. Auf jeden Fall, wir kommen zum Wesentlichen. Heute gibt es wieder eine Leckerei aus dem Dutch Oven. Wir machen so eine Kombi-Geschichte aus Rouladen und Schweinebraten. Das wird ein Schweinerollbraten im Rouladen-Style, so nenne ich das Ganze ganz genau. Und da könnt ihr gespannt sein und wir starten nach dem Intro. Unser kleines, aber feines Zutatenbrett. Wir haben hier einen Schweinenacken, dann haben wir hier ein bisschen Wurzelgemüse. Wir brauchen Brühe, mein Bratenzwerggewürz, ideal für Schweinebraten. Wir haben ein bisschen Senf, Tomatenmark, klassischerweise dann zu Rouladen Bacon, Zwiebeln und Gurkenstückele, genauso wie ein bisschen Gurkensud. Ausführliches Rezept wie die genauen Mengenangaben findet ihr unten in der Videobeschreibung, genauso wie den Link zu meinen Gewürzen auf meiner Homepage. Ja, dann ist eigentlich alles gesagt und wir können dann auch schon gleich mit den Vorbereitungsarbeiten anfangen. Geschnibbelt ist ja alles, wir müssen eigentlich nur noch unseren Rollbraten herrichten und das machen wir jetzt. Unser Schweinenackenstück hat hier gut 1,5 Kilo. Wenn ihr wollt, könnt ihr das auch vom Metzger schon aufschneiden lassen, dass ihr dann einen Rollbraten draus machen könnt. Mache ich normalerweise immer, aber heute habe ich gesagt, ich möchte es einfach mal wieder zeigen und auch für mich probieren, weil richtig drauf habe ich es nicht. Also es ist gar nicht so einfach, wie man denkt. Aber wir probieren es einfach immer wieder und irgendwann wird man da auch schon Profi dabei. Wir haben dann auch noch, das zeige ich euch nachher, wir schneiden den Rollbraten jetzt erst einmal auf. Und dazu werden wir das Messer jetzt hier erstmal ganz unten ansetzen und werden vorsichtig so einen Schnitt hier anbringen und ziehen den Biss fast ganz hinter. Die Betonung liegt auf fast, denn wenn wir das Ganze komplett durchschneiden, dann ist es mit dem Rollbraten dahin. Und wenn er da in Richtung ganz hinten kommt, schneidet er ein bisschen vorsichtig, in etwa so, ein Stückchen geht noch. So, und dann klappen wir den hier zum ersten Mal auf. Und dann wollen wir den noch in diese Richtung aufklappen. Dazu setzen wir jetzt hier an und schneiden hier mal wieder bis fast nach unten durch. Jetzt schneiden wir hier wieder nach hinten. Und auch wieder bis knapp vor Ende. Und da seht ihr, wie sich das Ganze dann hier fein auffächert. Jetzt habt ihr hier natürlich auch eine Stelle, die ein bisschen dicker ist. Also 100%, dass der exakt gerade ist, das wird man wahrscheinlich kaum schaffen, außer man ist da Profi oder hat richtig viel Erfahrung, aber uns sollte so passen. Also hier könnt ihr sehen, unser Nacken dann schön aufgeklappt. Ja, und dann geht es weiter, dass wir den befüllen, wie man so eine Roulade eben befüllt. Dazu werden wir die Innenseite jetzt hier erst einmal würzen, denn erst muss das Gewürz drauf. Wenn wir unseren Senf drauf machen, bringt das Würzen nachher nichts mehr. Das drücken wir alles mal gut an und verreiben das. Die Feuchtigkeit vom Fleisch saugt dann schon das meiste vom Gewürz auf. Auch schauen, dass er schön in die Rillen hier einfach mit reinkommt. Ich mache es mit Handschuhe und jetzt reihen wir hier den Braten in der Innenseite erstmal großzügig mit dem Senf ein. Der Senf sorgt für den geilen Geschmack, wie man es klassischerweise auch von Rinderrouladen kennt. Kann also bei einem Schweineroladenbraten auch nicht verkehrt sein. Und dann schauen wir, dass wir unsere Zutaten hier einigermaßen gleichmäßig drauf bekommen. Beim Einrollen wird es uns wahrscheinlich eh was rausdrücken. Ich denke, das lässt sich nur in den ganz seltensten Fällen vermeiden. Also ordentlich Bacon jetzt einmal drauf. Dann so schöne kleine Zwiebelwürfelchen. Die könnt ihr richtig filigran schneiden in so richtig kleinen Brunoise. Dann haben wir noch unsere Gurken. Auch die sind in kleine Würfel geschnitten. Tja, und ich denke, das ist, glaube ich, schon viel zu viel, was wir hier an Füllung haben. Also es waren wirklich nur 3 Essiggurkele, 2 Mini-Zwiebeler und gute 100 Gramm Bacon, die wir hier hatten. Aber bei 1,5 Kilo Braten ist es einfach so. Ja, und dann werden wir uns diesen Kavanzmann hier mal schön
geschmeidig und schön stramm zusammenrollen. Also schaut bis jetzt ganz gut aus. Wichtig ist, dass auch hier so einen guten 1,5 bis 2 cm an der Seite freilasst, denn durch das Rollen drückt die ganze Masse natürlich auch ein bisschen nach außen und da haut sich dann noch viel, viel mehr raus. Und so hätte ich gesagt, kann sich das auf jeden Fall sehen lassen. Gab Zeiten, hat es schon mal schlimmer ausgeschaut und wir werden jetzt auch die Oberseite mit unserem Gewürz großzügig einwürzen. Falls ihr euch fragt, warum bindet ihr das Ganze jetzt noch nicht fest, da kommen wir zu dem Punkt, was ich gesagt habe, das erzähle ich euch gleich. Also normalerweise nehmt ihr da Metzgergarn oder irgendwas dergleichen, ein paar Fäden, um das Ganze schön stramm einzuwickeln. Aber ich habe mir hier diesmal vom Metzger so ein Rollbratennetz hier besorgt. Also das funktioniert wahrscheinlich viel, viel einfacher. Und das möchte ich heute einfach mal ausprobieren. Das ist so ein Stretchband. Und ja, ich habe es selber noch nie benutzt. Den werden wir jetzt hier erst einmal stretchen. Und dann schauen wir, dass wir den hier gut drauf bekommen. Okay, Netz ist Bullshit, wir disponieren um. Ich schaue, dass ich irgendwo einen Faden organisieren kann. Also ich liebe es, wenn Pläne funktionieren. Das Einzige, was ich jetzt zu Hause gefunden habe, ist wirklich so ranziger Nähfaden. Der wird auch funktionieren. Aber ist natürlich nicht das Nonplusultra jetzt. Und da müssen wir jetzt schauen, dass wir den irgendwie straff rumwickeln können, dass der Braten hier einfach irgendwie zusammenhält. Da werden wir ein paar Runden drehen, dann wird das schon irgendwie klappen. Wäre nicht das erste Mal, dass ich hier so improvisiere. Und hey Freunde, also der gute Faden macht, was er soll. Hält bombenfest hier, schaut auch noch an sich wirklich vernünftig aus. Und das Teil ist dicht, das gefällt mir richtig gut. Also hier kann man schütteln, seht ihr. Alles safe. Nähfaden ab jetzt. Jeder Griller sollte einen zu Hause haben für Rollbraten-Notfälle. Ja, und dann war es das an Vorbereitungsarbeit. Schwere Geburt, aber wir haben es geschafft. Und jetzt gehen wir rüber an den Grill. Wir starten mit dem Brutzeln. So, Freunde, dann schnell zum Setup. Wir haben den Gasgrill mit dem GBS-Einsatz. Da stellen wir den Dutch Oven rein. Ist von der Größe her ein 6er, FT6, DO6, wie auch immer ihr den nennen wollt. Auch 10er wird in Fachkreisen genannt. Ihr seht, der raucht schon, da ist schon etwas Öl drin und da packen wir jetzt einfach unseren Braten rein und lassen den von jeder Seite ein paar Minuten anbraten, dass der ein bisschen Farbe bekommt. Die erste Seite hat dann gut 2 Minuten angebraten und dann werden wir das Ganze hier mal drehen und hier seht ihr schön Röstaromen drauf, nichts ist verbrannt im Dutch Oven, also geile Hitze, die wir haben, perfekt so und dann gehen wir von der Seite mal 2 Minuten. Gerne könnt ihr auch den Deckel dazu immer zumachen, um Hitze zu sparen. Und nach roundabout 10 Minuten anbraten, wenn der Braten dann ausschaut, heiß wie er ausschaut, überall schön Farbe, dann nehmen wir den mal kurz wieder raus. Öl ist noch genug drin und wir starten jetzt mit unserem Wurzelgemüse, dass wir uns da einen schönen Soßenansatz machen. Das heißt Gemüse hier rein und dann auch erst einmal für ein paar Minütchen anbrutzeln lassen. Und dann machen wir jetzt hier in der Mitte auch noch so eine kleine Kohle, denn jetzt kommt Tomatenmark dazu. Das sind gut 1,5 Esslöffel, die wir hier haben. Und wenn das Tomatenmark sich hier so schön bewegen lässt, sehen wir, dass das noch gut gefettet ist, alles in der Mitte. Da müssen wir kein Öl dazugeben und wir machen den Deckel wieder zu und lassen das hier mal ein bisschen anrösten. Und nach einer guten Minute werden wir das alles hier jetzt miteinander vermengen. Das Tomatenmark saugt dann auch noch das ausgetretene Wasser jetzt aus unserem Gemüse auf. Falls denn eins vorhanden ist und schon sind wir hier dufttechnisch auf einem richtig, richtig guten Weg. Wer möchte, kann das Ganze jetzt dann mit Rotwein ablöschen, aber ich habe gesagt, ich lasse den Alkohol heute mal weg. Aber Rotwein wäre ja sicherlich eine richtig geile Option, weil er da einen schönen Burgunder drüber gießt. Wir werden das Ganze aber heute mit unserem Gurkenwasser ablöschen. Gibt mir auch klassischerweise so in die Rouladen hinein. Da sind auch noch ein paar einzelne Gurken mit drin gewesen. Und genau jetzt ist der Moment, wo ich wieder Hunger kriege. Also duftet schon fantastisch. Jetzt wird das Ganze mit Brühe aufgefüllt. Das sind wieder meine obligatorischen 1,3 Liter. Die passen eben hier in den Messbecher rein. Dann schnappt ihr euch den Rollbraten, den ihr schon angebraten habt oder den wir schon angebraten haben. Der wird hier drin im Dutch Oven einfach mal positioniert.
Und dann sind wir hier fürs Erste auch schon fertig. Wir geben jetzt einfach unseren Deckel drauf. Der Grill wird jetzt auf gute 160 bis 180 Grad eingeregelt. Und dann lassen wir hier unseren Braten für circa 1,5 Stunden schön gemütlich vor sich dahin schmoren. Und in der Zeit haben wir Zeit, hier ein bisschen wieder aufzuräumen, klar Schiff zu machen. Und dann sehen wir uns dann in gut 1,5 Stunden wieder. Was ihr noch machen könnt, weiß ich nicht, ob ich das zeige, nach einer Dreiviertelstunde den Braten einfach mal umdrehen. Denn jetzt ist ja nur die Hälfte in der Flüssigkeit bedeckt. Später schauen wir dann nach einer Dreiviertelstunde, dass die andere Seite von der Flüssigkeit, ne, die andere Seite vom Braten auch mit Flüssigkeit bedeckt ist. Wenn ihr wollt, könnt ihr das Ganze auch ohne Deckel schmoren. Also da habt ihr viele, viele Möglichkeiten, wie ihr das machen könnt. Aber ich praktiziere das so klassischerweise wie im Dutch Oven, das gemacht wird. Ihr könnt jetzt auch, wenn ihr das auf Kohle macht, Kohlen oben auf den Deckel drauf geben. Also ihr seht, viele, viele Möglichkeiten, die wir haben, und viel Gerede, wenig Sinn. Wir machen jetzt den Deckel zu und sehen uns dann in 1,5 Stunden wieder. Und willkommen zurück. Die 1,5 Stunden sind jetzt vergangen und wir schauen jetzt in unseren Topf hinein. Und hier könnt ihr das Ergebnis sehen. Also das Fleisch hat sich mittlerweile schon zurückgezogen. Ihr merkt es hier, dass da die Spannung hier von unseren Fäden schon ein bisschen anders da ist, wie wir das vorher hatten. Denn wir werden unsere Soße jetzt finalisieren, aber dazu gehen wir erst einmal rüber an den Tisch. Eigentlich bin ich doof, aber jetzt bin ich schon hier drüben. Ihr könnt den Braten jetzt erstmal rausnehmen bzw. auf die Seite stellen. In meinem Fall heißt es, ich gebe den einfach so in den Grill hinein und mache da den Deckel wieder zu. Der kann an dem Grill nur ein bisschen warm gehalten werden. Ja, und dann ist es jetzt einfach, wie man eben so Soßen abpassiert. Ich muss hier so alte Topflappen nehmen, denn in meinem Chaos, was hier noch im Haus herrscht, ich weiß nicht, wo die schwarzen Handschuhe sind, die guten feuerfesten Handschuhe. Deswegen muss man mit sowas hier aushelfen. Ja, und dann kommt einfach mit ran und dann könnt ihr euch das ganze Prozedere hier mal mit angucken. Und dann haben wir jetzt hier einen zweiten Topf mit einem Sieb drüber und wir geben die Soße hier einmal in das Sieb. Wer es möchte, kann das Gemüse natürlich auch mitessen in der Soße. Ich mag das nicht. Ich bin ein Freund von, ja, einfach Soßen ohne Stücken. Aber da hat jeder seinen persönlichen und eigenen Gusto. Und jetzt werden wir hier das ganze Gemüse mal durchpassieren, dass unten nur die blanke Soße rauskommt. Und das ist der ganze Matsch, der dann zum Schluss übrig bleibt. Das könnt ihr jetzt noch so lange pressen, bis da wirklich einfach nichts mehr übrig ist an Flüssigkeit und alles in der Soße drin ist. Macht die Soße dann natürlich auch schon um einiges sämiger, je mehr, dass man da vor dem Fruchtfleisch hier durchquetscht. Und dann habe ich hier so ein kleines Helferchen, das Ganze nennt sich Zuckercouleur, ist dafür da, dass man einfach eine dunkle Farbe an die Soße ranbekommt. Wenn die dann eben ein bisschen zu rot worden ist, wie in unserem Fall jetzt hier, da gibt man ein paar Tropfen ran. Und wenn ihr das berührt, seht ihr, dass die Soße schon um einiges dunkler wird. Ich mag es noch ein bisschen dunkler. Also ruhig ein paar Tropfen hin. Und so hat es dann so eine richtig schöne, glänzende, dunkelbraune Farbe. Was kann man da jetzt noch machen? Also ihr könnt das Ganze nach persönlichem Gusto abschmecken. Mit Salz, Pfeffer, Gewürze rangeben, ein paar Kräuter rangeben. Wenn ihr mehr Soße braucht, macht ihr da noch mehr Soße ran. Ich werde da jetzt drin einfach noch bisschen Wasser mit rangeben. Mache ich jetzt schon mal gleich hier. Stelle es jetzt dann drin auf den Herd. Werde das Ganze noch nach Belieben andecken mit ein bisschen Speisestärke. Das ganze Prozedere dauert jetzt noch mal gute 5 bis 10 Minuten. Und wenn es dann erledigt ist, schneiden wir unseren Braten an. Und da seid ihr dann wieder mit dabei. Und dann ist probierende Zeit. Wir werden jetzt hier unseren Braten einmal anschneiden. Und dazu machen wir einen schönen Mittelschnitt, dass wir auch sehen, ob unser Rollbraten-Experiment geklappt hat. Und Freunde, schaut her, das sieht hervorragend aus hier, unsere Rouladenfüllung. Und dann werde ich mir jetzt hier einfach so ein kleines Scheibchen, oh, Kameramann, riechst du das? Mega geil. Riecht echt wie Rouladen. Super, super, super. Ja, und dann habe ich mir hier so eine kleine Probierscheibe runtergeschnitten und dann werden wir das Ganze mal verköstigen. Ja, und dann habe ich hier so ein schönes Stückerl. Da werde ich mal ordentlich Füllung nochmal mit draufpacken. Oh, mir wässert voll der Zahn, Freunde. Ich sage guten Appetit. Sensationell, Freunde. Also mal eine ganz andere Richtung, wie man so Rouladen einschlagen kann. Mit Schweinefleisch, aber trotzdem die typischen Komponenten einfach mit dabei, die man bei klassischen Rouladen einfach kennt. Bacon, Zwiebeln, Gurken. Der Senf kommt natürlich auch zur Geltung und
alles in allem richtig geile Kombi hier mal mit Schwein das Ganze zu probieren. Nackenfleisch ist ja eh dankbares Fleisch, also nach 1,5 Stunden, wie wir jetzt hier die 1,5 Kilo da geschmort haben, perfekt, das passt, das Fleisch ist schön weich. Was werden wir jetzt noch machen? Das Fleisch nochmal für gute 5 Minuten in die Röhre geben zum Warmhalten, weil hier draußen bei 3 Grad ist, ja, bleibt das Fleisch nicht sonderbar warm. Drin sind dann noch Knödel im Topf, wir haben ein bisschen Sauerkraut dazu, also ganz verrückte Kombi heute. Ich zeige euch dann bloß noch ein Bild vom Tellerbild, was ich euch jetzt hier irgendwo mit einfügen werde, und dann war es das auch schon für heute. Jetzt habe ich noch ganz schnell runtergeschluckt, dass ich da nicht die ganze Zeit hier rumkatschen muss. Also, wenn euch das Video Spaß gemacht hat und ihr Freude an diesem Rezept hattet, würde ich mir über Daumen nach oben freuen, einen netten Kommentar. Solltet ihr noch keine Abonnenten vom Kanal sein, könnt ihr das hier drüben gerne jederzeit wieder nachholen. Ich bin raus, sagt danke fürs freundliche Zusehen, euer McAllister, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.